In der Werdauer Straße 42 in Zwickau kam es am Sonntag kurz vor 18 Uhr zu einem Brand. Aus dem Fenster einer Wohnung schlugen Flammen. Nachdem die Berufsfeuerwehr das Feuer gelöscht hatte, konnte festgestellt werden, dass es im Wohnzimmer aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand zweier Sofas kam. Bereits am Freitag war die Feuerwehr im gleichen Hauseingang tätig. Hier war es bei einem abwesenden Hausbewohner zum Brand eines Bettes gekommen. An der Wohnungstür hat man Einbruchsspuren festgestellt. Bei den Ermittlungen zu beiden Bränden führten die Spuren zu einem 20-jährigen Hausbewohner. In seiner Wohnung sind Gegenstände gefunden worden, die aus der Brandwohnung vom Freitagnachmittag verschwunden sind. Der junge Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.